Gibt es jemanden, der jetzt gerade in der Hölle ist? Die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'a ist, dass wir sagen, es gibt vorläufiges Höllenfeuer und vorläufiges Paradies und es gibt das ewige Höllenfeuer und das ewige Paradies. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَسَارِيَوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und einem Paradiesgarten, welches so groß ist wie zwischen Himmel und Erde, welches schon bereits vorbereitet ist. Das heißt, die Paradiesgärten für die Leute, die auch ins Paradies kommen, sind schon vorbereitet. Aber mit unseren Taten, was können wir machen mit diesen Paradiesgärten? Wir können sie verschönern. So, aber bei der Schlacht von Uhud, als Sahaba gefallen sind, wie zum Beispiel auch Handala radiallahu anhu arda, er war ja im Junub-Zustand. Das heißt, er musste eigentlich den Russel machen, weil er hatte in dieser Nacht Geschlechtsverkehr mit seiner Frau gehabt, die er geheiratet hat. Dann kam er und hörte, dass der Krieg am Laufen ist. Dann hat er gekämpft und so lange, bis er gestorben ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er ihn gesehen hat, war er sozusagen in einer Wasserlache. Dann haben die Sahaba ihn gefragt, ja Rasulallah, warum ist so viel Wasser unter Handala radiallahu anhu? Er sagte, ich sah, wie die Engel ihn zuvor gewaschen haben, bevor sie ihn ins Paradies getragen haben. War da das Paradies schon? Nein. Das heißt, über welches Paradies reden wir? Vorläufig. Weil der Beweis dafür, dass das ewige Paradies noch für keinen zugänglich ist der Hadith bei Imam Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde der Erste sein, der in das Paradies eingehen wird. Er wird klopfen an der Tür, sallallahu alaihi wasallam, und Ridwan, der Aufseher, wird ihn die Tür öffnen und er wird fragen, wer da. So wird Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, ich bin's Muhammad. So wird Ridwan sagen, ich bin befugt, nur für dich die Tür zu öffnen. Er ist der Erste, der reingehen wird. Wo? In das ewige Paradies. Und das ist natürlich ein Fehler, den manche Leute machen. Sie verwechseln dieses mit jenem. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.